Ein großer, schmutziger Plastikeimer. Ein kleiner Eimer, dessen Boden herausgedrückt ist. Mit diesem Seil kann man getrost klettern. Ein Plastikeimer mit einem Schraubenzieher am Boden. Ein kleiner Eimer, dessen Boden herausgedrückt ist. Mit diesem Seil kann man getrost klettern. Eine leicht abgenutzte Sitzbank von einem Boot. Wenn ich hier etwas hintue, kann ich auf das Boot. Mit diesem Seil und dem Anker kann ich auf die Mauer klettern. Jetzt kann ich jeden Berg und jede Mauer in Angriff nehmen. Diese Mauer ist hier eindeutig niedriger. Lieber nicht. Was, wenn die Wache mich hört? Lieber nicht. Was, wenn die Wache mich hört? Hier ist genug Platz, um etwas abzulegen. Thank you.
Diese Mauer ist hier eindeutig niedriger. Da sitzt eine Wache. So komme ich nicht hinein. Das ist das Kellerfenster. Wie kann ich das Fenster heimlich aufmachen? So könnte er für mich nützlicher sein. Ich habe diese zwei Objekte geschickt kombiniert. Vielleicht kann man noch etwas anderes versuchen. Ein improvisierter Glasschneider. Wie kann ich das Fenster heimlich aufmachen? Jack Dupree? Sie leben! Ich ziehe das Klebeband ab. Ich habe keine Handschuhe dabei. Na gut, aber das tut weh. Eins, zwei... Besser? Nennen Sie mich Jack. Ich bin Nicole. Warum auch nicht? Verbrüderungen mit Serienmördern sind der neueste Schrei. Ich bin kein Mörder. Es ist zwar schon irgendwas darauf, aber man kann damit immer noch etwas zusammenkleben. Ich weiß nicht, ob ich Ihnen glauben soll. Wie um alles in der Welt sind Sie diesem Angriff auf der Brücke entgangen? Kinderspiel. War alles inszeniert. Ein toller Auftritt. Ich habe mich köstlich amüsiert. Ich mich nicht. Mir tun immer noch alle Knochen weh. Wozu die ganze Schauspielerei? Bevor ich antworte... Machen Sie mich los? Sie sind gefesselt wie Houdini. Das wird nicht leicht. Haben Sie kein Messer? Leider gehört das nicht zu meiner Standardausrüstung. Solange ich nichts finde, reden wir doch einfach weiter. Ich musste verschwinden, damit mich die Polizei nicht findet. Das verstehe ich. Aber warum haben Sie mir auf der Brücke diese unmöglichen Geschichten erzählt? Ich habe Ihnen die Wahrheit gesagt. Ich hatte gehofft, dass durch meinen Tod vor Ihren Augen alle glauben würden, dass man mir etwas anhängen wollte. Ich habe Ihnen geglaubt. Aber wenn alles inszeniert war, warum sollte ich Ihnen jetzt noch glauben? Bitte, machen Sie mich los. Wie kann man vor der Polizei auf der Flucht sein und gleichzeitig so eine Show arrangieren? Das war nicht meine Idee. Ich konnte keinen klaren Gedanken fassen. Wessen Idee war es denn dann? Ich erhielt einen Anruf von Mark Twain, der mir auf meiner Suche geholfen hatte. Sie wissen schon, der Mann, der diese Briefe geschrieben hatte. Twain? Ja, ich weiß nicht wie, aber er wusste, dass ich großen Ärger hatte. Das ist verdächtig. Aber er bot mir seine Hilfe an. Also, was hätte ich tun sollen? Und deswegen haben wir uns auf der Brücke getroffen. Twain hat das Ganze organisiert. Das glaube ich nicht. Der Mann ist höchstwahrscheinlich der Puppenspieler. Das kann nicht sein. Er hat mir doch geholfen. Jetzt braucht er sie vielleicht noch, aber möglicherweise wird er sie töten, wenn er mit ihnen fertig ist.
Haben Sie Kano in New Orleans getroffen? Ich habe mich zwar nicht groß darum gekümmert, aber hier in Paris war er ständig in meiner Nähe. Wie meinen Sie das? Er hat die Tänzerin erpresst, mit der ich zusammengewohnt habe. Die Frau, die... Ich war es nicht. Als ich zurück in die Wohnung kam, sah ich Louis über der Leiche meiner süßen Jacqueline stehen. Was? Er hat sie umgebracht. Er ist der Puppenspieler. Er hat ihre Leiche so präpariert wie all die anderen Opfer. Und er hat sie einfach gehen lassen? Ich stand unter Schock, aber als er sich zu mir umdrehte, rannte ich einfach los. Ich verstehe nicht, warum Louis sie am Leben gelassen hat. Ich bin beeindruckt. Sie dringen in das Haus eines Mörders ein, die Wache kann jede Sekunde hier hereinkommen und Sie verhören mich in aller Ruhe. Tut mir leid, Jack, aber ich dachte, Ihr Leben sei in Gefahr. Anscheinend nicht, wo er mich am Leben gelassen hat. Und ich muss mit aller Macht verhindern, dass der Puppenspieler noch mehr Menschen umbringt. Seit Sie verschwunden sind, hat er wieder zweimal zugeschlagen. Warum hält Kano Sie hier gefangen? Es geht um eine alte Familiensage. Die Französische Revolution? Ja. Haben Sie die Kiste gefunden? Ihre Familie war in eine Tragödie verwickelt. Louis' Vorfahr spielte dabei eine ziemlich böse Rolle. Es ging nur um Gold. Gold? Um die Flucht aus Frankreich zu bezahlen? Ja, entweder konnte irgendjemand dem Druck nicht standhalten oder war gierig genug, die Leute zu betrügen, die fliehen wollten. Und diese Person nahm auch den Schatz an sich? Genau das ist das Problem, das hat er eben nicht. Die Belohnung war gut gesichert und man wäre nur nach Erfüllung der Aufgabe rangekommen. Warten Sie mal. Also sind Sie auch hinter dem Schatz her? Ja, genau wie Louis. Er denkt, dass ich ihm Hinweise geben kann. In der Kiste war ein Stück Karte. Was ist da drauf? Die weiteren Stationen der Reise. Und dieses Stück? Ist das Marseille? Ja, vor 200 Jahren gehörte dieser Palast meinen Vorfahren. Was wohl auf den anderen Kartenteilen ist? Das weiß ich nicht. Vor allem könnte der Ort sein, an dem die Belohnung versteckt ist. Und das letzte Stück wäre nach Abschluss des Auftrags herausgegeben worden? Das nehme ich an. Ich verstehe einfach nicht, was die Morde mit dieser Geschichte zu tun haben. Das ergibt keinen Sinn. Sie sind völlig willkürlich. Und ich halte Louis nicht unbedingt für einen Verrückten. Warum hat er nur die arme Jacqueline umgebracht? Um ihnen etwas anzuhängen? Das passt aber nicht zu seiner Persönlichkeit. Wie meinen Sie das? Diese Morde sind extrem ritualisiert. Die Puppen sollen an Spielzeuge von vor 200 Jahren erinnern. Und die Opfer? Wie sucht er sie aus? Der Antiquitätenhändler ist ein direkter Nachkomme derjenigen, die an dieser Geschichte beteiligt waren. Wir müssen die anderen auch überprüfen. Jack, tut mir leid, dass ich so direkt frage, aber diese ermordete Frau... Jacqueline? Standen Sie sich nahe? Ja, sehr nah sogar. Ich hätte sie niemals ermordet. Es tut mir leid. Ich... sehe sie noch vor mir, wie... Ich kann nicht darüber sprechen. Tut mir leid. Das Schlimmste ist, dass ich so viel Zeit zum Nachdenken habe. Bitte machen Sie mich los. Ich versuche es. Ich brauche etwas, mit dem ich die Fesseln durchschneiden kann. Machen Sie schnell, ich muss mich strecken. Sieht jemand nach Ihnen? Selten. Die Wache kommt rein, wenn ihr langweilig ist. Haben Sie irgendetwas Interessantes herausgefunden? Nur, dass Kano gegangen ist. Ich suche etwas, mit dem ich Sie losschneiden kann. Beeilen Sie sich, ich will hier nicht noch länger bleiben. Hier hat niemand mehr aufgeräumt seit der letzten Party. Alte Eichenfässer. Alte Eichenfässer. Wie aus dem Museum. Das hätte der Louvre bestimmt auch gerne. Das ist ein Destillator. Weinregale. Alter gusseiserner Ofen. Eine Antiquität.
was in diesem Riss wohl an Überraschungen steckt? Ich mache mich für nichts schmutzig. Hier gehe ich lieber auf Zehenspitzen. Diese Tür ist abgeschlossen. Eine Lokalzeitung. Nichts Interessantes. Eine Lokalzeitung. Nichts Interessantes. Ich lasse den Mann lieber schlafen. Er sieht aus, als würde es ihm gut tun. Das Quietschen dieser Tür würde selbst Tote aufwecken. Wow. Diese Tür ist abgeschlossen. Diese Tür ist abgeschlossen. Merkwürdig, Jack. Ich finde keinen einzigen scharfen Gegenstand. Leben hier Kinder? Kinder? Nein. Das sieht mir nach einer Phobie gegen gefährliche Gegenstände aus. Was ist mit dem Zimmer oben? Sehen Sie doch nach. Es ist leider abgeschlossen. Oh Gott, Sie meinen, ich muss für den Rest meines Lebens hier bleiben? Nein, aber es gibt ja auch wichtigere... Moment mal, eine der Wachen hat mit einem Schlüsselbund herumgespielt. Und? Und er hat ihn verloren. Er hat auch danach gesucht, aber ihn nicht mehr gefunden. Unter dem Ofen müsste er liegen. Okay, Jack. Ich sehe mal nach. Ich suche etwas, mit dem ich sie losschneiden kann. Beeilen Sie sich. Ich will hier nicht noch länger bleiben. Hier ist nur Dreck. 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 Ein bisschen Kleingeld schadet nie. Hier ist nur Dreck. Hier ist nur Dreck. Hier ist nur Dreck. Ich komme da nicht dran. Ich habe den Schlüssel gefunden.
Der Schlüssel passt nicht. Der Schlüssel passt nicht. Ich sollte die Tür abschließen, damit mich niemand überrascht.